Hallo und herzlich willkommen zurück zu Commander Keen 4. Wir betreten die Feuerinsel und gucken, was uns dort erwartet. Ich tippe mal Feuer, aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Keen blazes across the Isle of Fire. Und es geht auch direkt Feuer los. Wunderbar. Jetzt haben wir mal hier mit dem Stab überspringen. Upsatz. Wow, du Mistvieh. Okay, hier brauchen wir den gelben Kristall. Okay, hier sind auf jeden Fall verdammt viele Steine. Oh Gott, wie viele Steine sind das denn? Okay, auf Feuer macht den Stein nichts. Das schaffe ich nicht. Nie im Leben. Okay. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haut ab. Haut alle ab. Ah, lauf. Lauf. Wow, jetzt bewegt er sich auch noch. Was zum Teufel? Bist du denn? Wäre noch ein Secret. Schnecke. Einfach nochmal. Okay. Jetzt mal gucken, wo es hier oben hingeht. Wow, der schießt ja auch noch Feuer. Der hat eine richtige Macke, der Typ. Hier geht's auf jeden Fall erstmal raus. Ganz kurz unten. Guck mal, wo es hier hingeht. Oh, das ist so ein Vieh. Okay. Okay. Nein. Komm her. Mal ganz kurz testen. Ich habe ja bei so anderen Viechern irgendwie ist. Gehen wir nach unten. Nie getestet, wenn man auf die schießt, was da passiert. Okay. Also so ein Feuervieh macht so ein Laser nichts aus. Wunderbar. So, wir gehen weiter nach rechts. So, ich würde am liebsten nach oben aufspringen. Ja. Viel Glück gehabt. Ja, von vorne beginnen. Das will ich nicht. Wir springen hier weiter. Und wie gesagt, ich würde gerne. Oh, okay, zum Glück. Erstmal hier oben aufspringen. Dann umgehen wir das Ganze. Ich werde mich vor die Flammen machen. Okay. Okay. Also es gibt hier mehrere. Oh Gott, war das eng. Mehrere Möglichkeiten. Oh, da ist ein blauer Kristall. Verdammt, da muss ich hin. Ja, genau. Ich muss auf jeden Fall hin. Weil da auch der Typ ist, den wir suchen. So. Wow. Also es gibt ja viele Kacklevel, aber das ist ja ganz schön kacke hier. So, dich erstmal außer Gefecht setzen. Dann muss er hier anscheinend irgendwo runter. Ach, da ist das. Das Feuervieh wieder. Gegen einer Schau. So, hier war ja nichts. So. Durch die Wände schießen? Oh Gott, schnell weg hier.
Oh, thank you so much for rescuing me. I return to the Oracle Chamber immediately. Wise plan of action, your Anginess. Jawoll, jawoll. Und wir sind zurück in den Shadowlands. Das ging verdammt fix, wie ich finde. Also gut, wir haben ja immer zwischengeladen. Normalerweise gehen ja so eine Level immer verdammt lang, weil man immer vom Anfang beginnen muss. Okay, so, ich hatte es ja angekündigt. Ich hatte ja ein Level auch früher als kleiner Bengel nie geschafft, und zwar genau dieses hier. Dieser Brunnen, wo wir jetzt richtig tauchen müssen. Das war das meiner Meinung nach. Ich werde speichern. Ich werde den Level beginnen und werde genau an der Stelle, wo ich jedes Mal sterbe, wahrscheinlich die Folge beenden müssen, weil ich nicht weiß, wie ich es schaffe. Aber... Okay, oh, das ging mir zu schnell. Ich weiß nicht mehr. Ist der Grüne friedlich? Okay. Oh ja, da kommen wieder Erinnerungen hoch. Das beschissenste Level aller Zeiten. Das ist mit den Minen auch noch, genau, wo man an diesen Minen auch noch vorbeitauchen muss. Oh Gott. Aber die Minen, die sind alle entspannt. Mit denen habe ich kein Problem. Ah, was machst du nochmal? Schießt du in alle Richtungen? Oder nur geradeaus? Okay, dann gehen wir erstmal nach rechts. Also, gehen ist gut. Wow. Schwimmen wir erstmal nach rechts. Okay, ist halt viel vorbei. Allerdings kriegen wir erstmal ein neues Leben. Ach, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. So, was machst du denn jetzt? Machst du irgendwas? Mach mal was. Ah! Okay, es schießt noch zur Seite. Noch ein extra Leben. Ja, das brauchen wir hier. Also, bräuchte ich definitiv. Schwimmen wir erstmal nach oben. Oh Gott, da ist das Vieh. Hau ab! Hau ab! Gehst du weg? Du sollst weggehen, habe ich dir gesagt. Ah, hau ab! Ich weiß nicht, wie ich es besiegen kann. Ah! Ich hasse diesen Level so sehr. Also ich bin auch damals immer davon ausgegangen, dass das irgendwas mit diesen kleinen Fischen hier auf sich hat. Aber wie kann ich denen denn sagen, geht zu eurem großen Bruder, damit der euch frisst. Schießen kann ich hier unter Wasser nicht, ich kann hier nur beschleunigen. Also wenn ich auf Steuerung drücke, beschleunige ich da. Ist das vielleicht der Schlüssel? Auf Alt macht er nichts. So, schnell runter. So, hier nochmal das extra Leben. Okay, wir speichern mal kurz. Also das Extra-Leben gibt es ja eh immer. Auch nicht sonst. So, wir bleiben mal ganz unten, weil dieser Monsterfisch ist auf jeden Fall oben. Ja, genau, da ist er nämlich schon. Schwimm, Commander. Okay, gehen wir erstmal nach rechts. Da kommt der dicke Fisch aber nicht durch. So, wo geht's denn hier hin? Da haben wir eine Mine. Schwimmen wir erstmal weiter nach oben. Ah, nein, das ist doch so ein Vieh. Schützt irgendwas? Ah, wir kommen da gar nicht erst hin. Okay. Scheiße. Okay, also noch so ein großes Vieh. Wow, okay, das war eng. So. Okay, mal gucken, was schießt du jetzt schon? Ne. Okay, da. Ah, hau ab. Da ist das große Vieh. Dann schwimmen wir einfach mal kurz hier lang. Da ist noch so ein großes Vieh. Waren das echt so viele früher immer schon? Ja, guck mir so blöd. So, schwimmen, Commander. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Wir sind drin. Wie soll ich jetzt hier rauskommen? Ist ja unmöglich.
der falsche Weg? Ja, wir können ja hier mal von vorne anfangen. Wenn wir nicht direkt hier an diesem Ding sterben. Kriegen wir unten immer unser extra Leben. Zack. So, dann würde ich gerne mal schauen, was uns denn hier oben erwartet. Ah, schwimmen! Okay, einmal im Gang. Einmal im Gang. Okay, nur Punkte. Also auch der falsche Weg. Hier finden wir auch nur ein bisschen. Hier komme ich gar nicht rein. Okay. Also, der war leider auch für umsonst. Oh, schwimmen, 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 schwimmen. Go! Go, Billy. Ja, okay. Dann schwimmen wir weiter nach rechts. Da ist gleich das nächste Vieh. Jetzt bin ich am Arsch. Okay, es muss also hier hinten lang gehen. Oh, geh doch mal bitte weg. Komm, komm, komm. Ah, da war ich an der Kante gefangen. Okay, wenn er nach rechts geht, jetzt. Komm, 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 komm. Ab mit. Los, hoch mit dir. Hoch, hoch. Schwimmen, schwimmen. Go. Ja. Ah, okay. Jetzt hat er da unten zugebissen, auf jeden Fall. Wir gucken mal, wo wir hier hinkommen. Okay, hier ist eine Mine. Da unten ist noch ein Fisch. Ah. Ah, Mist. Ja, wie gesagt, mein absolutes Lieblingslevel. So, okay. Go, go, go. Komm, komm, komm. Hoch mit dir. Hoch, hoch, hoch. Gehen wir mal links lang. Da war ja noch so ein Riesenfisch. Also da links zumindest. Bewacht er irgendwas Wichtiges? Ach, das ist der vom Anfang. Okay. Also scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein. So, jetzt also hier. Kam hier schon der dicke Fisch? Ich weiß es gar nicht. Return. So. Ah, hoch. 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 Okay. Da haben wir noch so ein. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh. Ein Glück. Naja, da ist auf jeden Fall der Junge, den wir retten müssen. Und ich glaube, der allerletzte Fisch, den habe ich nie hinbekommen. Genau diesen hier. Den habe ich nie geschafft. Ah, scheiße, wir schwimmen genau in die. Jetzt kickt er erstmal blöd. Ich weiß nicht, wie ich an diesem Vieh vorbeikommen soll. Ah, hau ab. Kannst du einfach mal zuheißen? Okay, go, 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 go. Oh, jawohl. Ah, ja, ja. Ah, unglaublich. Ah, what? Gusik, you took me for. Ach, thank you for rescuing me. Ja, okay. You're the last one, fella. Let's both get back to the Oracle Chamber. Oh mein Gott. Wow, this is really an impressive way to activate this monolith of ancient wisdom. Okay, click. Boah, den Schlüssel, ja. Everyone be silent, the Oracle is about to speak. Hmm, maybe it's good, a death battery or something. Jetzt muss ich auch noch die Batterie reparieren. The Shikadi are a race of shadow beings from the far side of the galaxy. You are here? They are here, okay. They are building an Armageddon machine and are planning to blow up the galaxy with it, then rebuild it to suit their needs. They live on the third planet of the Koreth system, which is 71,000 light years from Gnosticus 4. The Armageddon machine is almost complete. And this is what they look like. Kriegen wir jetzt noch ein Bild? Nee. These Shikadi are toasts.
Thanks for the scoop, Oracle. I'm out of here. I hope it doesn't rain on my folks. Meanwhile, back on Earth. Ah, man freut sich noch, aber es ziehen schon Gewitterwolken auf. Und wie das Ganze weitergeht. Don't miss the Armageddon Machine, the shocking conclusion of Goodbye Galaxy, where you'll see what the Shikari look like, the inside of the Omegamatic, lots of weird robots and aliens, cool shots of galaxy exploding, plus one or two big surprises, call or ride for the Armageddon Machine now. Also, schon mal der Ausblick zur nächsten Episode von Goodbye Galaxy. Wir können uns noch in die Bestenliste eintragen. Machen wir natürlich. Jason Blokowiak hat mit 10.000 Punkte gemacht und der hat das Spiel mitentwickelt. Crazy. So. Für uns war's das. Ich geh mal hier raus, das ist ganz schön nervig. Das war also The Oracle oder The Secret of the Oracle. Und damit ist Commander Keen 4, also die vierte Episode von Goodbye Galaxy, beendet. Ich werde mal gucken, ob ich die ersten drei Episoden auch noch zusammenbekomme. Die müssten auch noch irgendwo bei mir rumschwirren. Und dann haben wir die ersten vier Teile hinter uns und dann geht es vielleicht Richtung Teil 5. Und mal schauen, was uns da noch alles erwartet. Ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit, für das Verfolgen dieses Let's Plays. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und würde mir wünschen, euch bei den nächsten Abenteuern von Billy Blaze wiederzusehen. Bis dahin sage ich ciao, tschüss und vielen Dank.